In diesem Training werde ich einmal zeigen, wie man in der Enfone Cloud Telefonanlage eine neue Nebenstelle einrichten und verwalten kann. Viel Spaß! Ich habe mich bereits hier in das Portal meiner Anlage einmal eingewählt und hier unten über den Punkt Ziele, neues Ziel könnt ihr den Punkt Nebenstelle auswählen und sobald ihr das einmal ausgewählt habt, öffnet sich hier unten auch ein neues Tab und da könnt ihr einmal den Namen von eurer Nebenstelle, also von eurem Benutzer einmal eingeben und anschließend hier bei der Nebenstelle, dann müsst ihr natürlich noch die Nebenstellennummer einmal angeben, unter dem auch dieser Benutzer in der Zukunft zu erreichen sein soll. Ich wähle mal hier in meinem Fall einfach die Nebenstelle 10 aus. Weiter runter könnt ihr den Punkt Amtsleitung sehen. Hier müsst ihr eure Rufnummer auswählen. Wenn ihr das so habt, wie das bei mir gerade der Fall ist, hier, wenn ihr eine Blockrufnummer habt, dann wählt ihr einfach die Durchwahl aus, die ihr erreichen möchtet. Sofern diese noch frei ist, könnt ihr die einfach auswählen und ihr müsst das Ganze hier einmal bestätigen. Im Bereich Endgeräte würdet ihr auf das grüne Plus gehen und einmal ein neues Gerät anlegen. Das heißt, hier könnt ihr also euren Telefonapparat, den ihr bereits schon unter Endgeräte eingerichtet habt, könnt ihr hier auswählen und dieser Nebenstelle zuordnen. Da ich in dieser Anlage noch keine Endgeräte zugewiesen habe, geht das bei mir natürlich jetzt in der Sekunde nicht, aber ich habe euch ja schon im anderen Clip gezeigt, wie das Ganze funktioniert und das soll jetzt hier auch nur exemplarisch sein, damit ihr wisst, wo ihr was einstellen könnt. Im Bereich Voicemail könnt ihr das Voicemail-Passwort einmal festlegen. Dieses benötigt der Benutzer, wenn er sich zum Beispiel von einem anderen Gerät, also von einem fremden Gerät oder von einem Gerät, was nicht mit der Anlage konfiguriert worden ist, mal in die Voicemail-Box einloggen möchte, um dort halt eben die Nachrichten abzurufen. Ihr könnt das Ganze hier auch nochmal direkt einrichten mit der E-Mail-Adresse, damit dann diese Nachricht auch gleich an den Benutzer sozusagen verschickt wird. Ihr habt hier unten auch die Möglichkeit, Ansagen hinzuzufügen. Das Ganze könnt ihr hier einfach machen. Klickt ihr auf das Plus-Symbol, dann landet ihr auf eurem Computer und dann könnt ihr eine vordefinierte Audiodatei im MP3 oder im WAV-Format hochladen. Im nächsten Schritt könnt ihr in dem Bereich Konfiguration zum einen einmal festlegen, welche Berechtigung dieser Teilnehmer in Zukunft haben wird. Zum Beispiel, dass er nur nationale Gespräche führen darf oder auch internationale Gespräche führen darf. Des Weiteren müsst ihr natürlich an der Stelle noch eure bevorzugte Amtsleitung einmal auswählen und könnt ihr auch festlegen, wie diese Rufnummer angezeigt wird. In den einzelnen Abschnitten kann man natürlich noch eine ganze Menge weitere Dinge einstellen, aber für die Standardkonfiguration für die Einrichtung einer neuen Nebenstelle ist das hier vollkommen ausreichend. Wenn ihr das Ganze hier übernehmt, dann sollte euer Telefon jetzt auch schon funktionieren. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Ciao.